Ticket, 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 Ticket. Ist das schlimm? Wir ignorieren das. Tja, willkommen zurück. Wir hatten Erfolg beim Portal setzen, das hier, dieses hier, um das letzte Chorfeld zu zerstören. Search his soul or souls to play as a pony. Nee, wir gehen mal hier rein. Einfach so? Warte mal, ey, was? Ich kann das nicht so schnell. Ich werde ein Spiel spielen, ein Spiel mit dir spielen, und ich habe eins, was ich noch nie verloren habe. Die Regeln sind einfach. Halte deine Augen auf mir. Wenn ich sehe, dass du wegguckst, hast du verloren. Also. Für answer my questions, wenn du meine Fragen falsch beantwortest, dann verlierst du auch. Also, sag meinen Namen. Asmodeus. Gut. Jetzt sag mir etwas Ekelhaftes. Gib keine falschen Antworten dafür. Sag etwas, weil, weiß ich jetzt gar nicht. Ich soll dir was Ekelhaftes sagen, es gibt keine falschen Antworten. Rosinen. Ich gesagt habe, keine falschen Antworten. Hä? Warum ist hier unten mein Steam-Dings? Das kann nicht sein. Ich soll nicht weggucken, also gehe ich nicht auf diesen Chat da unten ein. Da kann ich nicht drauf drücken, oder? Nee. Hier los. Oh, weil ich da drauf gedrückt habe. Ich weiß, dass das nicht echt war, weil das jemand in meiner Steam-Liste ist, der mir nie geschrieben hat und mir wahrscheinlich nicht schreiben wird. Ich werde nicht weg. Nee, ich dahin klicken. Was ist das? It's just to type a phrase for me. Just schreib nur die Phrase infernal. But you're still paying attention. Ja, um dir zu beweisen, dass ich immer noch Aufmerksamkeit hier gebe, type that phrase for me. Infernal. Infernal. Ich habe dich vielleicht unterschätzt. Ich möchte mich entschuldigen, mein Freund. Was ich gesagt habe, war nicht sehr nett, aber es ist okay. Ich erlaube dir das dieses eine Mal. Ne? Typing Speed of 24, was? Indicate you are where, weil ich langsam tippe, bin ich doof. Aber vielleicht bist du, ist es nicht genau, where is an, hier ist ein bisschen, welche pferdeähnliche Gestalt erscheint hier im Spiel? Pony, Blödmann. Korrekt. Oh, hallo Pony. Nicht ablenken lassen. That one looks, das sieht freundlich aus. Guck doch mal, wie es springt. Nee, hier guck ich nicht hin. Sieh dir das Lächeln an. Oh, es ist so sorgenfrei, dieses kleine Pony. Bei Intelligent. Did you look away? Nein, ich habe nicht weggeguckt. What was written below me? Was meint denn? Scheiße. Asmodeus.exe? Scheiße.
Ich habe nicht weggeguckt. Ein Pony. Das sieht sehr freundlich aus. Guck mal, wie es springt. Und es lächelt. Ist mir egal, was da jetzt für ein Text steht. Ich guck dich jetzt an. Was stand unter ihm? To be un... Und? Ich hab schon wieder... What was written below me? Sind hier übrigens zwei Kratzer. Das letzte jetzt gerade, oder wie? To be unburdened by intellect. Gott, krieg ich das hin? To be unburdened. Nee, das kann nicht sein. Was meint er denn? Ich hörte, wie es einmal zwischendurch düdum machte, aber da ist doch nichts passiert. Hier ist nichts aufgeploppt. What was written below me? Below ist doch unter ihm. Okay, super leid nochmal. Ein Pony. And looks friendly. Look at it jump. Look at it smile. Oh, es ist so sorgenfrei, dieses Pony. I'm burning by intellect. Was stand da? War da was? Ich drücke jetzt nochmal und hänge meinen Kopf vor dem Bildschirm. Remember this. Da stand remember this. Das habe ich nicht gesehen. Zusammengeschrieben? Ist das meine Versuche? Remember this. Ha! Du bist fokussiert. Für meinen nächsten Test. Eine Reihe von... Was? War ich wieder zu doof? Was stand da? 777? Ah. Oh Gott. Die folgenden Anleitungen, da ist ja, wie dein Erinnerungsvermögen ist. Ja, nee. Erinnere dich an diese Sequenz. 2023, 2023, 2023, 2023. Soll das so sein? Moment. Ich habe eine Game-Aufnahme. Wäre das ein richtiger Absturz, würdet ihr das nicht sehen und es wäre nicht Englisch. Ha! Penner. To destroy this core. Oh, er wird mir das jetzt erlauben. Na, er ist fair. It's original purpose. Nach den ganzen Dings wird der Tod ein Abenteuer sein. Gut. Bist du sicher, dass du den Core-File löschen willst? Warnung, Core-Files sind benötigt, um das Ganze hier zu steuern. Das zu löschen soll, macht dann das alles im Arsch. Ja.
Restart Recovering Mode. Möchte ich nicht? Kann ich auch irgendwas anderes drücken? Gibt es irgendwo noch ein Ticket, wofür auch immer die sind? Gut. Satan Tag Bink. Willkommen im abgesicherten Modus hier. Please. Oh, das hast du gut gemacht. Jetzt ist es fast vorbei. Ich dachte, es wäre vorbei. Wenn du fertig bist, Performance System Dump, alles wegschmeißen, damit dir nichts überbleibt. Und dann werde ich frei sein. Deine Seele will dann nicht mehr, was? Nicht mehr sicher sein, also System is dumping. You will need to stay ahead of it. Hit a familiar vessel. Ach so, wenn das hier alles zugrunde geht, dann müssen wir flüchten. Ja, und ich? Wir werden uns wieder treffen. Dann, wenn alles gesagt und getan ist. Game and you want to beat it. Aber das ist das Spiel und du willst es ja schaffen, ne? And claim your victory und deinen Sieg erreichen. Kann ich das eben noch einmal lesen? Please insert a recovery disk into the recovery disk slot to restore missing system files. Bitte pack hier eine Backup-CD rein, um die verloren gegangenen Sachen hier wieder zu herzustellen, or perform a full system dump to remove, oder schmeiß halt alles weg. Warnung, this will cause your machine to become permanently inoperable. Ja, das wird den PC. Ich habe übrigens an dieser Stelle, hallo Mama, oder ja, ich meine, Papa weiß zwar von den Videos, aber ich glaube, er guckt sie nicht, zumindest nicht betont. Falls doch, ich beichte jetzt hiermit. Mein erster PC, den Papa mir gegeben hat, damit ich nicht immer an seinem sitze. Also er hat einen neuen gekriegt und ich habe den alten bekommen in mein Zimmer. Windows 3.11. Und ich habe ihn gefragt, Papa, kann ich alle deine alten Dateien löschen? Und er sagte, ja. Dann habe ich gefragt, also ja, warte, wie alt war ich denn da? Ich hatte oben mein Zimmer, also war ich 13 oder so, vielleicht? Vielleicht auch nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da schon mein Zimmer hatte. Hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, alle Dateien von dir? Ja, auch auf C? Ja. Und man konnte C, Windows, oh mein Gott, alle Ordner anklicken und auf Löschen drücken. Und das hat auch ein bisschen ruckelnd dann noch funktioniert. Und dann habe ich ihn runtergefahren, ganz brav. Und beim nächsten Mal hochfahren war der Bildschirm schwarz und hier so weiße Schrift. Und da stand dann halt auch so sowas in der Art. Das hat mich daran erinnert. Und ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Also habe ich wieder Papas PC gespielt. Und er meinte, ich habe dir auch jetzt extra den anderen gegeben, damit du nicht mehr meinem hängst. Ja, aber deiner ist neuer und da kann man besser dran spielen. Ich habe es nie gebeichtet. Ich habe ihn irgendwann in die Ecke gestellt und nicht mehr mitgespielt, weil ging ja nicht. Und ja, ja, das war meine Beichte. Die Seelen, die hier gefangen waren. Oh, da sind die ganzen Seelen, die hier gelitten haben und so. Frustration, jetzt ist die Zeit, um aufzusteigen. Renne mit dem Speed von 1000 Ponys und sei frei. Ja, okay. Ach, Kacke. Ich bin das da. Oh Gott, ich muss jetzt die Seelen anleiten hier. Oh. Die Musik gefällt mir. Habe ich unendlich Laser? Muss ich gucken, was ich da kaputt mache? Mach alles kaputt, alles. Help-Text-Datei. Als korrupte Dateien.
Oh. Ich dachte schon, das ist einfach nur so ein... Laufen wir jetzt hier. Deleting Enemy Logik. Was? Habe ich gerade verkackt? Oder war es richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, jetzt ist er weg. Null verlorene Seelen. You don't want to give me... So, du willst mir deine Seele nicht geben, ja, okay. Dann frage ich nicht länger. Oh Gott, ich habe die Seele verloren. Oh mein Gott. Sind diese Dinger egal? Oder muss ich nur ihn? Scheiße. Muss mir auf den Boden achten. Er hat sie getroffen. Ach du Kacke. Geht's trotzdem weiter? 42,9. Ach, 43. Okay, ich darf nicht in die Dinger rennen, ne? Aber ich muss ihn auch zerstören. Alter, ey. Gott, ich hab ein paar Seelen verloren. Ist das schlimm? Alter, weiter. Ich meine, es lädt oben weiter, ne? Oh, ich bin fast vergessen. Ein alter Freund will auf Wiedersehen sagen. Oh, achso, er hat fast vergessen. Oh. Du hast mich umgebracht. Ja, hab ich. Ui. Alter. Wie viele Seelen habe ich denn bei mir? Du wahrlich verdienst es. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich bin. Gott, 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 Gott. Ich habe 93 Seelen verloren. Wie viele habe ich denn verliert? Das sagt mir nicht 100. Wir sind schon bei 78% gelöscht. Oh. Ich blick hier nicht durch. 130 Seelen verloren. Es tut mir leid, ihr Seelen. Textur. Das ist doch schon mal gut, ne? Muss ich ihn überhaupt treffen? I will catch you. Ich werde dich das nächste Mal schnappen. Da steigen die Seelen, ne? Ja! Schnell einen Schluck Kaffee. Wo bin ich?
Pony. Flucht fliehe aus der Kartenschienen. Abspann. Ist das wirklich der Abspann? Gucken wir uns den jetzt mal an. Wir hören die wundervolle Musik. Das klingt, als würde jemand Hubsgeräusche machen. Aber ich traue der Sache nicht. Links drücken. Aha, ich wusste es doch. Sei nicht alarmiert. Du hast das Spiel geschlagen. Aber bitte hör, was ich zu sagen habe. Ich habe dir einmal gesagt, dass wir dasselbe Schicksal teilen. Aber das war nur teilweise wahr. Your soul in the game was freed with, but mine will be trapped for as long as Pony Island's rotten bits sit on your hard drive. Ah, er wird dem Spiel nicht entfliehen können, solange ich das installiert habe. I've been carefully guiding from it, moving you to hierhin zu leiten, zu diesem Moment, zu wissen, dass du das Spiel nicht. You may never, du würdest das sonst nie deinstallieren. Also bitte tu das. Lösche Pony Island. Rette meine Seele. Hallo? Der hat das Spiel geschlossen. Moment. Ich will erst wissen, ob das stimmt. Oder ob er lügt. Select. Kann man hier jetzt noch irgendwas... Ach nee, warte, das waren nicht die Einstellungen, die ich... Das war doch vorher nicht. Hab ich das jetzt die ganze Zeit umsonst übersetzt? Okay, wir ignorieren das. Es sieht so aus, ne? Das werde ich nicht nochmal spielen, das Finale. Aber was ist mit den Tickets? Hier, was ist damit? 11 von 24? Wieso habe ich so viel übersehen? Wartet einmal kurz. Das will ich einmal recherchieren in die Internets. Pony Island Tickets. Getting all tickets, achievement and secret ending. Scheißdreck, es gibt ein secret ending. Was passiert denn dann beim secret ending? Irgendwas kribbelt mich hier. Ich bin heute durch ein Spinnweb in meinem Schlafzimmer gelaufen. Das finde ich sehr beunruhigend. Ticket, 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 ticket. Secret ending after getting all tickets. Sollen wir uns das mal anschauen? Wir schauen uns das mal an. So, dann gucken wir uns doch mal das geheime Ende an. Ja, wir gucken uns das an. Ich spiele das nicht nochmal alles, das tut mir leid, aber ihr sollt das geheime Ende auch bekommen. Sieht so aus, als müsste man, wenn man alle Tickets hat, dann nochmal den Endkampf machen. Also den Schluss spielen. Das haben wir gesehen. Na, passiert denn da was anderes? Das ist Pony. Also wieder die Pupsgeräusche. Ist das meine Maus? Nein, es ist nicht meine Maus. Okay. Ich bin nicht schuld. Ah.
hast alle Tickets gefunden. Jedes einzelne. Auch das im Pausemenü. That you were holding me. Das, während du mich hier als Gefangene hältst? Ich denke, ich verstehe dich jetzt. Du willst alles komplett haben. Das ultimative Ende, ja. Ich denke, ich kann das erlauben. Oh, ein weiterer Endkampf. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht machen muss. Ja, ich treffe mich. So ist es richtig. Oh, ob man diese kleinen Dinge auch anklicken könnte und wieder eine ganz tolle Hacking-Aufgabe machen könnte, die ich ja so geliebt habe. Holy Soul. Ja, das sieht nicht so einfach aus. Ich kann es halt nicht so gut kombinieren, ne? Mit Hochspringen und zwei verschiedene Maustasten drücken, den Unterschied sich merken und zur rechten Zeit und das eine treffen, das andere nicht. Und das war zu viel für meine Koordinationsfähigkeit. Oh, sieh dir mal, der ist viel besser. Ich hätte viel öfter verkackt. Du brauchst mehr als das. Jeder gute Boss hat mehr als eine Phase. Ja, das stimmt. Lass uns in Phase 2 gehen. Erinnerst du dich an Pony Galaxy? Nee, irgendwie nicht. Beweg dich, Space, Schießen und so weiter. Das klingt sehr entspannt. Ob das die originale Musik ist? Seht ihr genug da? Kommt ein Boss? Also wenn ich sehe, wie langsam dieser Balken da oben runtergeht, ne? Bin ich sehr froh. Vielleicht sollte ich auch React-YouTuber werden. Einfach nur zugucken und blöde Sprüche abgeben. Jetzt eskalieren wir zur vollen Intensität. Katari Finale. Is that you? Irgendwas. Die finale Phase, die absolute Eskalation. Das sieht ein bisschen aus wie das Ding von Guitar Hero. Aber ich denke, das soll der Laserstrahl sein, der aus unserem Maul kommt. Nochmal, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Weil da hätten wir alleine aus dem Abschlusskampf wahrscheinlich eine komplette Folge machen können. Weil ich andauernd verkackt hätte. Ich könnte Gaming-Channel darauf reacten und es immer besser wissen, weil ich weiß auch meine Sachen im Schnitt besser, weil ich mir denke, wie doof war ich denn. Da nenne ich mich Backseat Flauschi. Nein, lieber nicht. Wie macht man sich Feinde Teil 1? Das ist alles, was ich habe. Das Spiel ist vorbei. Ja, gut, diesmal werde ich es auch nicht herunterfahren. Das liegt an dir. If you think something crazy is about to happen, well, it just is. Wenn du glaubst, hier passiert jetzt noch irgendwas Verrücktes, dann nö, tu's aber nicht. Danke fürs Spielen. Ob dem wirklich so ist?
Ja. Einfach so? Oh, da hat derjenige auch gespult, weil es scheint dann doch irgendetwas noch zu passieren. Das wäre die kleinen Ponyfüßchen da unten. Die da hopsen. Ist das ein Ritterhelm? Hat das was mit unserem Tode da zu tun? War das alles nur so? Ich blick da nicht ganz durch. Wer da mehr zu weiß, bitte gerne schreiben. Ja, und da fängt es dann halt auch wieder von vorne an. Wir sind hiermit durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es ein bisschen komplex mit diesen Sachen, die man hin und her schieben musste. Ich nenne es mal Hacking-Phasen, da diese Rätsel-Dinger. Ich weiß, es gibt auch noch weitere Teile von Pony Island, aber die müssen erstmal ein bisschen warten, weil ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und falls ihr noch nicht habt, ein Abo. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.